So, jetzt möchte ich das Ganze speichern. Da sage ich schlicht und einfach Datei, speichern, unter. Dann habe ich die Möglichkeit, da einen neuen Namen einzugeben. Oder wenn ich schon einmal einen Namen gegeben habe, dann brauche ich nur mehr speichern drücken. Also speichern unter. Und dann sehe ich schon, da wird automatisch SVG hinten dran gehängt. Fertig. Unter dem Punkt kann ich das speichern. Suche ich mir also da meinen Ordner in dem digitale Welt. Machen wir da einen neuen Ordner und nennen den einfach Vinyl. Da werde ich also alle diese Zeichnungen hineintun. So, Vinyl. Und Zeichnung, nennen wir es vielleicht Zeichnung 1. Schaut ja nicht, weil das ist meine erste. Und dann würde ich jedem empfehlen, hinten dran, muss jetzt mal ansehen, da ist der 1er. Hinten dran würde ich nur empfehlen, irgendein Kürzel vom Namen oder so, in dem Fall CJ bei mir, weil wenn wir dann alle auf einem Stick sammeln und sie heißen alle Zeichnung 1, dann bringt das jetzt auch nicht viel. So, speichern. Datei neu. Wenn ich Datei neu mache, dann habe ich wieder die DIN A4 Seiten. Da muss ich mir also wieder an der Datei Dokumenteneinstellungen das einstellen, was ich haben will. Jetzt haben wir jetzt halt nochmal 210, 270. Immer schauen, es ist Millimeter, passt. Und schon ist es da fertig. Da gibt es noch etwas Tolles, nämlich die Möglichkeit, Bitmap-Bilder zu... Mist. Es gibt also auch die Möglichkeit, Pixelbilder zu vektorisieren. Dazu habe ich meine Datei mit all ihren Einstellungen und importiere mir jetzt unter Datei importieren. In dem Fall habe ich das wo? Bilder? Inkscape? Na, das war das Falsche. Grafiken, Logos. Da nehme ich zum Beispiel da mein Pentagon. Einfach okay. Zack, habe ich schon ein Riesenbild. Gell? Das ist also eine alte Kameramarke, Pentagon, mit der ich fotografiere. Und das ist das Logo. So, tue mir das da her. Das Bild ist ausgewählt und in einem anderen Programm habe ich das schon so bearbeitet, wie ich das brauche. Also da ist nichts Überflüssiges mehr dabei. Und dann habe ich da die Möglichkeit unter Pfad Bitmap nachzeichnen. Da öffnet sich noch dieses Fensterchen, wo ein paar Voreinstellungen schon gegeben sind. Aber man sieht da bei der Vorschau nichts, deswegen sage ich jetzt einfach aktualisieren. Und dann sehe ich schon mal, wie das da daherkommen würde. So passt man das eh schon. Wenn das mit Schwarz und Weiß nicht passt, müssen wir mit Helligkeitsschwellenwert ein bisschen herumprobieren, das geht dann schon. Dann sage ich okay. Und dann mache ich das Fenster zu. Und da habe ich jetzt nicht umgewandelt in ein schwarzes Bild, sondern das sind jetzt zwei übereinander. Und auf den ersten Blick sehe ich jetzt nicht, was ist, aber wenn ich da den zweiten Pfeil nehme, dann sehe ich sofort, beim linken Bild tut sich nichts, beim rechten sehe ich die ganzen Knoten, also das ist meine Vektorgrafik. Das ist mein JPEG. Oder in dem Fall PNG. Das wähle ich aus. Entfernen, das brauche ich nicht mehr. Und bei diesem da, da kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, ich wähle es aus, nehme Füllung und Kontur, sage bei Füllung keine, Farbe der Kontur nehme ich eine, und zwar schwarz, und beim Muster der Kontur Millimeter 0,2, fertig. Der Vorteil von solchen Vektorgrafiken ist ja, ich kann die verlustlos verkleinern und vergrößern. Und wenn ich das jetzt da so verkleinere, dann bin ich schon wieder da angeschmiert, weil dann habe ich alles verzerrt, gell? Mist. Steuerung Z. Wenn ich aber die Steuerungstaste drücke und da in der Ecke angreife,
dann wird das proportional verkleinert oder vergrößert. So, fahren wir da rein, zoomen. Also die Proportionen haben sich da nicht verändert, ich kann das beliebig jetzt vergrößern und verkleinern. Und da habe ich das, das ist halt der Probierer, jawohl, sie sind alle da, die Striche, das schaut oft nur so komisch aus. Da, ja, ist alles da. Ja, da sieht man die Knotenpunkte, da könnt ihr noch was bearbeiten, aber im Prinzip wird das dann so, wie es ist, ausgeschnitten. Fertig ist die Geschichte. Natürlich kann ich zu dem Logo jetzt noch irgendwas dazu schreiben, wie ich es gerne haben will. Das waren im Wesentlichen alle Schritte, die wir mit dem Inkscape kennen müssen. Und wenn ich jetzt noch was vergessen habe, dann kommt es sicher nochmal als Zusatzvideo. Ich hoffe, das hat jetzt die wesentlichen Fragen bezüglich der Bedienung von Inkscape beantwortet. Und jetzt muss man schlicht und einfach üben und immer wieder ausprobieren, wie denn das geht. Und wir zeigen, das macht Spaß.